Hallo Tierfreunde und willkommen zu diesem kleinen neuen Produkttest. Die Kiste mit den ganzen Sachen, die ich aus den ganzen Vegan Boxen gesammelt habe, ist jetzt endlich leer. Und das letzte, was ich jetzt erstmal testen möchte, sind die Hanfbratlinge von Hanf Natur. Bin ich sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Ich lese mal die Zubereitung, machen wir später. Die Zutaten wollte ich eigentlich vorlesen, wo finden die denn? Ah, hier. Zutaten: Kichererbsen, Hanfsamen, geschält 10%, 10%. Petersilie, Steinsalz, Hanfsamen, Mehl 4%, Zwiebeln, Gewürze, Weinstein. Ja, alles Bio. Und man kann hier anscheinend Burger draus machen, Falafelbällchen und Pfannkuchen. Und ich würde sagen, ich werde die Burger machen, denn es steht ja auch drauf Hanfbratlinge. Also mache ich auch einfach Bratlinge draus. Das andere klingt zwar auch sehr interessant, aber ich denke mal vom Geschmack her wird sich das auch nicht weiter unterscheiden. Man kann halt bloß noch andere Sachen mitmachen, zum Beispiel irgendwelche Hanfröllchen zum Beispiel aus den Pfannkuchen. Aber egal, wir machen die Bratlinge. Ja, los geht's. Ja, das sieht aus wie Pulver im Endeffekt. Sieht auch wirklich aus wie Falafel oder fertiges Falafelpulver. Ich werde das mal in die Schüssel geben. Und die Zubereitung ist eigentlich ziemlich einfach. Hier steht: den Packungsinhalt mit 180 ml Wasser anrühren und 10 Minuten quellen lassen. Bei Bedarf noch etwas Wasser zugeben. Durchrühren und zubereiten. Dann etwas Pflanzenöl, also für Burger jetzt, etwas Pflanzenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, die Masse mit einem Esslöffel portionsweise in die Pfanne geben, sodass flache Burger entstehen. Die Burger bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldgelb anbraten. Variation anschließend mit Käse überbacken. Ja, ist ja nicht mehr vegan, aber steht ja auch nicht mal drauf. Bei Falafelbällchen kleine Bällchen draus formen, also das Rezept genauso wie die Burger machen, kleine Bällchen draus formen und dann halt bei 190 Grad Celsius frittieren und bei den Pfannkuchen noch ein bisschen mehr Wasser, 60 bis 70 Milliliter steht hier. Ja, und dann halt die Pfannkuchen backen. Pfannkuchen verteilen, nicht zu dünn, von beiden Seiten backen. Dazu gewürzen Quark und gedünstetes Gemüse reichen. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt die Burger, also 180 ml Wasser erstmal dazugeben. Ja, sind es 182, sollte eigentlich trotzdem funktionieren. Ich rühre das Ganze jetzt erstmal unter. Ja, es riecht auf jeden Fall jetzt extrem nach Falafelteig, aber es ist ja auch größtenteils, sind ja auch Kichererbsen drin. Steht ja gleich an allererster Stelle. Deswegen ist das nicht verwunderlich. Ich hoffe mal, dass man nachher noch irgendwie den Hanf rausschmeckt. So, untergerührt, jetzt 10 Minuten stehen lassen, also bis gleich. So, nach 10 Minuten ist der Teig schon mal ein bisschen fester geworden. Ich denke mal, das reicht jetzt auch. Ja, dann geht's ans Braten. So, das Öl sollte heiß sein, dann gebe ich jetzt esslöffelweise die Bratlinge in die Pfanne. So, ich habe die jetzt erstmal schnell runtergeschaltet auf die Hälfte und wende die jetzt auch schon mal. Ja, ich hoffe jetzt, dass die Bratlinge nicht zu trocken werden, denn bei Kichererbsenmehl besteht da immer so die Gefahr, dass es wirklich einfach schnell trocken wird. Wenn ich zum Beispiel selber Bratlinge mache, dann, oder schnelle Bratlinge mache, dann gebe ich auch oft zum Beispiel irgendwelche feuchten Zutaten rein, wie zum Beispiel Tomaten oder sowas in der Richtung. Und hier ist halt nur Hanfmehl, Hanfsamen drin. Deswegen, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass sie nicht zu trocken werden. Aber das werden wir gleich sehen. So, sehen ja schon ganz gut aus, finde ich. Ich könnte es natürlich noch länger drin lassen, wenn ich wollte. Und die aber noch ein bisschen brauner werden lassen. Aber ja, ich denke mal, das reicht. Okay, mal kosten. Mm.
Also, für mich wären die jetzt nicht würzig genug, muss ich sagen. Und wie ich schon befürchtet habe, sind ein bisschen trocken. Also nicht ganz so schlimm, wie wenn man nur einfach nur Kichererbsenmehl mit Gewürzen anbraten würde. Aber schon ziemlich trocken. Also ich würde das wirklich als, also ich würde das wirklich als eher als Grundlage nehmen wollen und da noch irgendwelches geraspeltes Gemüse zum Beispiel reinmachen, geraspelte Möhren zum Beispiel. Ja, vom Geschmack her, also von dem von der fehlenden Würze mal abgesehen. Also ich sehe die Hanfsamen zwar, wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man die in dem Teig drinnen. Aber ich schmecke es, irgendwie schmecke ich es nicht wirklich raus. Also die Kichererbsen, klar, schmecke ich auf jeden Fall. Aber also ein ganz kleines bisschen, noch so ein ganz kleines bisschen schmecke ich den Hanf schon. So dieses leichte, nussige Aroma. Ja, aber irgendwie sind es jetzt doch eher Kichererbsenbratlinge mit einem Hauch Hanf. Natürlich wird das nicht so gut klingen, wie wenn man das Hanfbratlinge nennt. Und Hanf an sich hat auch, glaube ich, nicht solche gute Bindung, dass man daraus wirklich ohne weitere Zusätze Bratlinge machen könnte. Ja, also wie gesagt, als Grundlage, als Bratling-Grundlage wäre das Pulver wirklich super. Wenn man dann auch ein paar Gewürze reingibt, ein bisschen mehr Salz, vielleicht noch ein bisschen anderes Gemüse, damit es nicht so trocken ist, dann könnten das wirklich super geile Bratlinge werden. Aber ja, einfach so kann ich auch einfach ein bisschen Kichererbsenmehl nehmen zu Hause, ein paar Hanfsamen reingeben und habe dann meine Hanfbratlinge. Natürlich doch ein bisschen würzen dann. Ja, ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, was die Packung gekostet hat. Das sind jetzt 200 Gramm. Vielleicht war es gar nicht so teuer. Dann könnte man sich das mal im Urlaub oder so gönnen. Und halt noch ein paar Sachen mehr dazugeben. Aber im Endeffekt, wie bei vielen Halbfertigprodukten, finde ich zumindest die ich getestet habe, ne, größtenteils, ist es immer so, dass man das meistens wirklich alleine fast genauso leicht und leckerer hinbekommt. Ja, deswegen würde ich sagen, die Zubereitung ist ziemlich einfach. Auch die Beschreibung diesmal war eindeutig, nicht so verwirrend, wie das schon mal bei anderen Sachen war. Deswegen würde ich sagen, für die Zubereitung gibt es 9 von 10 Tofus, weil das, wie gesagt, ja, ziemlich gut beschrieben ist, ziemlich einfach herzustellen ist. Also einfach nur zusammenrühren, in die Pfanne und fertig. Und für den Geschmack gibt es von mir 4 von 10 Tofus, denn ja, wirklich außerordentlich lecker ist es nicht. Es hat irgendwie seinen Grundgeschmack schon drin. Und dieses nussige Aroma vom Hanf ist natürlich erstmal eine gute Idee. Aber ja, so wirklich ausgereift ist es noch nicht. Man könnte zum Beispiel auch auf der Packung zum Beispiel Variationen schreiben, wie man den Teig quasi erweitern kann und einfach noch ein bisschen leckerer machen kann. Hier steht es halt nur einmal Variation mit Käse überbacken. Okay, dann ist es auch würziger natürlich und vielleicht auch nicht mehr so trocken. Oh ja, bei den Falafel steht gar nichts als Variation und bei dem anderen, bei dem Pfannkuchen dann nochmal Quark und Gemüse dazu. Ja, dann fällt es wahrscheinlich auch nicht mehr so auf, dass die Bratlinge oder die Pfannkuchen dann an sich nicht so würzig sind. Wobei bei Pfannkuchen ist ja noch mehr Wasser drin, das heißt, sie sind dann noch weniger gesalzen. Naja, egal. Ja, wie gesagt, 4 von 10 Tofus. Für den Geschmack, weil das einfach wirklich noch überhaupt nicht ausgereift ist. Also da hätte man schon noch ein bisschen, ja, das Ganze erweitern können oder halt Vorschläge geben können, wie man das erweitern kann.
Ja, das war schon wieder mit diesem kleinen Produkttest. Ging relativ schnell diesmal, aber war ja auch eine ziemlich einfache Sache diesmal. Ja, wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ich mal ein Video testen soll, also am besten so Halbfertigprodukte wie die Bratlinge zum Beispiel, dann schreibt es mir nochmal in die Kommentare und dann werden wir mal sehen, dass es da vielleicht demnächst ein Video zu gibt. Ansonsten, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Tschüss! Para